Und das ist Wahnsinn! Wahnsinn! Das ist Sparta! So. Ja, ich teile wieder richtig. Wir warten auf Ihre Befehle. Ja. Denn wenn ich es richtig manuell teile, dann kann ich es ohne Probleme locker aufnehmen. So, ich mache wieder risikoreich. Ich tue so halb über Straßensperren aufbauen, damit ich es, falls ich zurückgedrängt werde, leichter habe, hier zu verteidigen. So, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe, das Ganze zu besetzen. Ja, ich weiß, dass ich Maler bauen kann. Meine Fresse. Aber nur Maler sind auch doof. Panzerschreck. STG. Ihr Marder, geben Sie Ihre Befehle durch. So, dann da oben in der Ecke. Rücken ab. Von wo schießen Sie? Bereit für neuen Angriffsbefehl. Alpha ab. Ja, Marder ist bereit. Ihr Marder hat den Anhänger seiner Fahrzeuge. Sprechen Sie. Ja, komm, ich will nicht wissen. Marder erwartet Ihre Befehle. Ah, eine Fickers-MG-Stellung. Sehr nett, dass ich sie gerade gefunden habe. Der knipst natürlich aus, bevor sie meine Infanterie schaden kann. So, Pünktchen mal besetzen. Ja, wir empfangen sie laut und klar. Mir egal, ob sie uns entdecken. Bewegung. Liegen unter schwerem Beschuss. Ja, von was denn? Ihr Marder, wie lauten Ihre Befehle? Halt sie nieder. Bin auf Empfang. Kontakt. Infanterie. Fahrer, wir wechseln die Position. Ihre Befehle. Ja. Punkt besetzen, damit ich mein kleines Medaillchen bekommen, das ich beim letzten Mal nicht geholt habe. Ich meine, ist ja so ein Scheißegal, ob ich die Medaille hole oder nicht. Aber naja, es zeigt so ein bisschen, dass ich es kann. Wenn ich mal vorsichtig sage. Oh Mann. Ewig Zeit habt ihr nicht. Das ist euch hoffentlich klar. So. Jetzt schnell die Panzer aufstellen. So. Alle Positionen besetzt. Dann gehe ich mal in Hauptgeschützstellung. Dadurch könnte ich meinen Panzer zwar nicht mehr bewegen. Aber dafür sind sie sowas von wesentlich stärker. Also sie werden kaum Probleme haben, den Feind zu zermalmen. Also der dreht sich noch immerhin. So, hier kommt auch nochmal einer. So, jetzt habe ich 5 Marder. Plus mein, ja, halb angekratzten Reparaturtrupp. Und jetzt geht's los. Jetzt kommen die Briten. Und werden sofort begrüßt. Churchill-Panzer natürlich. Starke Panzer, also mit starker Panzerung. Die Kanone war eher luschig. Aber der dahinter, der Firefly, der dritte Panzer, der ist schon deutlich besser. Das ist ein Sherman mit langem Rohr eigentlich nur. Ah ja, bleiben wir mal ruhig. Vormarsch der Panzer aufhalten. Das könnte ich noch im nächsten Part schaffen. Boah, das werde ich auch im nächsten Part schaffen. So. Das ist jetzt fies. Ich muss die Panzer ausschalten, bevor sie in Feuerreichweite sind. Ich glaube nicht immer. Aber ich habe immer einen Reparaturtrupp. Da sieht man schon, die halten mal verdammt viele aus. So, das platt. Noch einer. Zack, Treffer. Zack. Das war's.
Sehr gut. Ich hab noch ein bisschen Infanterie geholt. Wo sind die? Da. Sind auf Verteidigungsring gestoßen. So. Verteidigungsbonus. Verteidigungsbonus hauen die an so viel weg. So. Okay. Sieht doch gut aus. Brannte Erde. Das Oberkommando hat die verbrannte Erde-Taktik genehmigt. Die strategisch wichtige Wegmarke notfalls in Brand setzen, um den Zugriff des Feindes darauf zu verhindern. Das führt allerdings dazu, dass auch wir die Ressourcen nicht mehr nutzen können. Ja, das ist halt die verbrannte Erde. Also, wir können die Punkte in Brand setzen. So, dass... jetzt haben mich die Gegner selber verarscht. Ach, Mann. Egal. Ich habe vorerst keine Probleme. So. Sieht doch nett aus. 6 Minuten. Ah, das wird. Ich muss hier beschissen schneiden, glaube ich. Oder ich mache 4 Teile. Ja, die lasse ich extra da. Die Panzergranaten. Oh, wäre auch nicht schlecht, falls man da durchkommt. Schwein. LOL. So. Ah, da kommt ein Churchill. Die halten das aus. Du kommst nicht durch, mein Freund. So, der ist leicht angeschlagen. Und der auch. Okay. Ein paar Infanterie zur Unterstützung. Von hier unten kommen anscheinend auch Panzer. Kann ich die Brücke hier unter Feuer nehmen? Sollte was kommen, sind weg. Ja, es ist immerhin Cromwell-Panzer. Ja, und guck mal, was da gerade vorbeikommt. Ja, und da kommt auch durch. Auch wenn er gerade so komisch jumpt. Ach nix, ich hab gerade eine Reserve geholt. Der fährt an der Reserve mal ganz klassisch vorbei, die Sau. Ach Gott, wo willst du? Ja, setz Truppen ab, na klar. Okay. Dummer kleiner Bug. Das heißt Bug. Von zwei Seiten ist er gleichzeitig gekommen. Das ist natürlich sehr fies. Nee, die Brücke geht auch nicht kaputt. Die machen ihnen gar keinen Schaden. Entweder werde ich auf mich angegriffen oder. Das liegt an meinem absoluten Verteidigungsmodus. Aber ich glaube eher am ersteren. So. Jetzt reicht es mir hier langsam. Ach nö, jetzt von eurer Infanterie. Wir haben jede Menge Benzin und sind bereit. Sollen sie kommen? Soll ein Panzer hier hochkommen, habe ich nämlich, kann ich sie in Beschuss nehmen. Und ich sehe jetzt auch die einzige Brücke. Sehr schön. Die kostet so eine Bevölkerung. Da ist einfach was.
Wir brauchen Churchill weniger. Da sind wir stopfig mal ein bisschen die Straßen. So, da ist noch ein Stuart. Der will gerade durchkommen, die Sau. Sollen wir versuchen? Da lauert einer. Jetzt kommt er. Zack. Meine Kampfgruppe wird niemals aufgeben. Haltet die Straße, koste es, was es wolle. Das heißt hier, deine Kampfgruppe ist immer noch meine, soweit ich weiß.